Beträge, die hier investiert werden, wir werden heute Nachmittag sicherlich die Sektkorken knallen lassen. Wer lässt denn noch so ein bisschen die Korken knallen? Wo gibt es noch auffällige Bewegungen? Spannend könnte es werden, was den MDAX betrifft. Hier sehen wir heute sehr gute Umsätze und das könnte daran liegen, dass morgen der Arbeitskreis Indizes tagt. Sprich, morgen Abend wird beschlossen, wie es in der zweiten Börsenreihe weitergeht und man erwartet offensichtlich einige Verschiebungen, das heißt einige Neuaufnahmen dementsprechend, aber auch einige Werte, die die zweite Börsenreihe wieder verlassen müssen und die Anleger setzen ganz klar auf steigende Notierungen. Der MDAX hat zuletzt auch immer besser abgeschnitten als die erste Börsenliga, sprich der DAX, und Anleger setzen darauf, dass es so weitergeht. Also MDAX-Kurs heute in Stuttgart gesucht und da wird es morgen Abend besonders spannend mit den Entscheidungen der deutschen Börse. Die Stimmung an der Börse in Stuttgart. Cornelia Frey, vielen Dank. Sehr gern. Wir haben also gehört und gesehen, ja, bei den Rohstoffpreisen, da könnte sich was tun, aber die Anleger, zumindest in Stuttgart, sind da noch etwas vorsichtig. Sie halten sich zurück, wollen sich da noch nicht so richtig positionieren. Gucken wir mal kurz auf die Preisentwicklung. Der Goldpreis, den hatten wir vergangene Woche gesehen, über 1400 US-Dollar die Feinunze. Mittlerweile waren wir dann aber wieder darunter gefallen. Momentan sehen wir den Goldpreis wieder leicht im... Ich schaue gerade mal drauf, da tut sich im Prinzip gar nichts. Ich habe hier die 0,0 stehen bei 1.393 Dollar. Die Feinunze. Silber hat sich ein bisschen erholt und der Ölpreis, der geht wieder zurück, 0,1%. Und wir sind bei etwa 114 Dollar und 44 Cent für ein Fass der Nordseesorte Brent. Das Thema des Tages ist sicherlich die Übernahme von... beziehungsweise das Thema Microsoft und Nokia. Also Microsoft greift für 5,5 Milliarden US-Dollar zum Handygeschäft von Nokia. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Alfred Maidorn, Herausgeber Maidorn Report. Herr Maidorn, wird Microsoft mit dem Kauf der Nokia-Handysparte jetzt zum größten Herausforderer von Apple beziehungsweise von Samsung? Naja, Microsoft möchte zumindest erstmal überhaupt Herausforderer werden, denn man hat es in den letzten Jahren nicht geschafft, hier in diesem so wichtigen Mobile-Markt Fuß zu fassen. Man hat es ja versucht mit seinem Betriebssystem, mit Windows Mobile. Das hat nur mäßigen Erfolg. Man hat nur einen Marktanteil von knapp 4% erreicht und fast alle Geräte mit Windows Mobile laufen auf Nokia-Geräten. Und darum war jetzt dieser Schritt eigentlich ein richtiger, wenn man es schon nicht schafft, im Bereich Betriebssystem im Mobile-Markt Fuß zu fassen, dann eben mit der Hardware. Und so hat man sich jetzt quasi seinen einzigen Kunden selbst geschnappt und versucht, es nur selbst in die Hand zu nehmen. Ob das klappt, muss man sehen. Aber ich glaube, das war schon eine gute Entscheidung. Hätten wir da nicht vielleicht irgendjemanden anderen kaufen sollen? Samsung zum Beispiel, die sind doch ganz gut positioniert. Nein, das ist natürlich jetzt Quatsch, die wären noch wesentlich teurer gewesen. Aber 5,5 Milliarden für ein Geschäft, dessen Erfolg man im Grunde genommen jetzt noch gar nicht abschätzen kann. Bislang hat es ja nicht geklappt, hatten Sie auch noch mal gesagt. Wie schätzen Sie das jetzt ein, diese 5,5 Milliarden? Also ich finde es eigentlich relativ günstig, muss ich sagen, denn vor einem Jahr hat ja Google für Motorola fast das Doppelte ausgegeben und das war ein Riesenflop. Also allein die Patente von Nokia dürften schon vielleicht an die 5 Milliarden wert sein, je nachdem, wie man das berechnet. Also das war nicht teuer und Microsoft musste auch etwas tun, denn die große Gefahr war, wenn jemand anders Nokia wegkauft, dann steht man mit ganz leeren Händen da. Also es war ein Kauf auch ein wenig aus der Not heraus und dafür ist dieser Preis doch eigentlich relativ gut. Also ich finde es nicht zu teuer. Und für Microsoft schon gar nicht. Also die bezahlen 5,4 Millionen doch relativ locker. Wer sich ja riesig freut, das sind die Anleger von Nokia. Die spekulieren natürlich, dass sie von diesen 5,5 Milliarden die eine oder andere Milliarde abbekommen. Was sagen Sie da zur Aktie? Naja, also dass Nokia jetzt um über 40% steigt, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, denn man muss sich eins vor Augen halten. Die größte Fantasie bei Nokia lag im Smartphone-Geschäft, ein stark wachsender Markt. Klar, man hat den Anschluss verloren, aber man war gerade wieder dabei, hier Fuß zu fassen und jetzt verkauft man quasi sein Herzstück, seine Seele und zurück bleibt zwar ein Unternehmen mit unheimlich viel Cash jetzt, aber Nokia ist im Prinzip jetzt nur noch ein mehr oder weniger langweiliger Netzwerkausrüster mit einem vollen Bankkonto und wo da jetzt die Fantasie sein soll für zukünftiges Wachstum, das weiß ich nicht so genau. Also diese Freude mag vielleicht kurzfristig berechtigt sein. Es gibt, wie gesagt, Cash vor allem, aber ob das langfristig für Nokia so die gute Idee ist, das muss man mal abwarten. Wenn sich denn die Anleger von Microsoft, also dem anderen Partner, wo Sie gesagt haben, die 5,5 Milliarden ist eigentlich ein relativ günstiger Preis für das Geschäft, wenn die sich langfristig irgendwo freuen können?
Naja, kurzfristig kann man die Freude nicht ablesen. Also die Microsoft-Aktie ist, glaube ich, sogar leicht im Minus im Moment. Aber auf lange Sicht könnte sich das durchaus auszahlen. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sehen, Microsoft hat so viele Versuche unternommen, im Internet Fuß zu fassen, im Bereich Mobile Fuß zu fassen. Man hat immer alles Mögliche probiert mit dem Surface und alles ist bisher gefloppt. Jetzt stellen sich die Anleger natürlich die Frage, warum soll es jetzt ausgerechnet klappen, wenn der Einäugige den Blinden kauft? Denn Microsoft und Nokia waren ja nun beide nicht so stark im Geschäft. Also da gehört noch einiges dazu. Es kann funktionieren, aber es ist noch ein sehr weiter Weg. Und ich kann da eins draufsetzen, es kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Alfred Meidern vom Anlegermagazin Der Aktionär zum Deal des Tages. Microsoft greift zur Handysparte von Nokia. Dankeschön fürs Interview. Nicht zu danken. Der DAX heute, ja, so ein bisschen im